Jetzt stehen wir mit Frau Dangers in unserem aktuellen Projekt, einem neu ausgebauten Dachgeschoss in München-Neuhausen. Frau Dangers, was waren konkret bei dieser Immobilie die Homestaging-Herausforderungen? Das eine ist, dass Interessenten sich tatsächlich in leeren Räumen schlecht vorstellen können, wie die möbliert werden. Und bei einer Dachgeschosswohnung ist die Herausforderung natürlich besonders groß, weil da kaum Wände, glatte Wände sind, sondern überall Schrägen, teilweise dann der Kniestock nur sehr niedrig, wo man dann auch nicht unbedingt Möbel direkt an die Wand platzieren kann. Und dann speziell diese Balken, die hier quer durch die ganze Wohnung laufen, die eigentlich einen totalen Reiz haben, aber eben viele Leute irritieren, weil sie nicht wissen, wo sie ihre Couch oder sonst was hinstellen. Wie konnten Sie die Herausforderung hier im konkreten Fall lösen? Also speziell hier in dem Wohnbereich war gerade dieser Balken eigentlich das Problem, weil man hätte sich hier toll eine große Lounge-Garnitur vorstellen können, war aber nicht möglich, weil der Balken genau in der Mitte war. Und dann habe ich mich dazu entschieden, eben zwei einzelne Sofas aufzustellen. Im Prinzip gibt es wieder so eine gute Sitzecke und der Balken stört eigentlich gar nicht, sondern ist eigentlich ein schönes Gestaltungselement in der Wohnung und überhaupt die Balken machen eigentlich einen ganz tollen Effekt. Nur man muss eben wissen, wie man mit ihnen umgeht. Ja. Dann haben wir hier auf dieser Seite noch eine etwas unscheinbare Ecke, wo die Nutzung von vornherein nicht so ganz eindeutig war. Das haben Sie auch sehr schön gelöst. Ich kann mich erinnern, als wir damals die erste Besichtigung gemacht haben, da haben sie zu mir gesagt, ja, diese Ecke lassen wir einfach außen vor, da machen wir eine Abstellkammer draus oder wird später sicher eine Abstellkammer draus gemacht, weil eigentlich kann man nichts damit anfangen. Und mir hat eigentlich die Ecke von vornherein sehr gut gefallen und ich habe mir gedacht, irgendwie könnte man das auf jeden Fall mit aufnehmen. Und jetzt ist es eben eine nette Fernsehecke geworden und ich glaube, die trägt einfach zum Wohlbefinden in der Wohnung bei. Eine besondere Herausforderung für das Homestaging sind auch Badezimmer. Eigentlich eher kühle und nüchterne Räume, denen aber trotzdem Leben eingehaucht werden soll. Ja. Also die Aufgabe in diesem Badezimmer war speziell dieser sehr helle Fliesenboden in Kombination mit den weißen Wandfliesen, war halt eher sehr kühl, wenn man reinkam. Und durch die gemütlichen, warmen Elemente wie diese Holzleiter oder diese Körbe konnte man halt so ein bisschen Spa-Charakter schaffen und dann eben eine kleine Wohlfühloase draus machen. Kann ich absolut bestätigen. Also sehr viele der Interessenten haben sich hier vor Ort absolut in dieses Badezimmer verliebt. Wir haben jetzt hier am konkreten Objekt gezeigt, welche Herausforderungen man mit Homestaging überwinden kann. Und so bietet es sich natürlich auch für sämtliche andere Immobilientypen an, solche Lösungen zu schaffen und damit einfach das Wohngefühl und die Vision schon bei den Besichtigungen zu transportieren. Ja. Und nachdem Homestaging tatsächlich noch nicht so bekannt ist, wäre es auf jeden Fall für jeden Immobilienverkäufer wichtig, dass er sich vertrauensvoll an Lehmann und Hüber wendet. Sehr gerne.